ist ja, ich muss auspacken, ich habe Werkzeug bekommen. Psst. Ja, fast davor die Kamera, wenn man was filmt. Sehr clever. Sehr nett gemacht. Tragetasche. Kann man mit auf Arbeit nehmen, so. Gott, ich gehe arbeiten. Mein neuestes Mitglied in der Werkzeugfamilie. Ja, irgendjemand in den Kommentaren geschrieben hat, wenn ich mich mit Holzarbeit nicht so auskenne, dann ist die alte Säge nicht das Richtige für mich. Dafür habe ich jetzt die. So, ich versuche jetzt diesen Ventilator einzubauen. Dazu müssen wir als erstes die Sicherung finden für den fürs Licht im Schlafzimmer. Und das machen wir jetzt so, indem ich Susi anrufe und sie sagt mir oben, ob Licht an ist oder nicht, weil das hier stimmt überhaupt nicht. Okay, es war jetzt einfacher als gedacht. Hier steht zwei West Bedrooms, die Sicherung ausgemacht und Susi sagt, oben ist alles Licht aus und Steckdose auch. Ja, ist doch schön. Ich habe nämlich beim ersten Mal, wo ich hier eingezogen bin, wo ich noch alleine hier gewohnt habe und ich wusste, ich bin mal locker zwei Wochen auf Tour, habe ich den Kühlschrank ausschalten wollen, weil ich ja hier noch keine Sachen gekühlt hatte. Und dann habe ich versucht, den Kühlschrank auszuschalten und wirklich von über 40 Sicherungen, es war die letzte. Und da stimmte die Beschreibung überhaupt nicht. So, und wie man jetzt sieht, Licht ist aus. Jetzt hole ich mir eine Leiter und einen Schraubenzieher und dann geht's los. Erster Schritt, alte Lampe abgebaut. Und jetzt sehen wir mal, wie die andere daran passt. Fertig. Ich habe Feuer gemacht. Ich sehe auch aus wie Pupatz, aber ich habe es geschafft. Und mit Fernbedienung da bin ich ein bisschen happy. Funktioniert einwandfrei. Alles über Fernbedienung schaltbar, Licht und den Ventilator. Jetzt kann der Sommer kommen. Ach nee, ist ja bald vorbei. Ein weiteres kleines Mini-Projekt ist ein vernünftiger Duschkopf, weil der hier ist ein bisschen oll und Susi möchte gerne eine Handdusche haben, damit sie sich die Haare waschen kann, wie das Frauen halt so machen. Ja, habe ich mir hier so einen Doppelduschkopf gekauft, wo einerseits ein fest installierter Duschkopf ist und dann noch meine Handbrause. Das werde ich auch mal noch schnell anbauen.
Zuerst schraubt man den ab und der ist zum Glück schon lose. Braucht man gar nichts weiter machen. Oh, das Ding. Ja, dann gibt es hier so einen Divider, so einen Teiler. Der kommt dann anstelle des Dings ran. Dann ist hier Teflon-Tape sogar dabei. Ich habe mir jetzt mein eigenes aus der Werkstatt geholt, aber das habe ich halt zweimal. Ja, und dann der Schlauch. Viel mehr ist das gar nicht. Wenn ich jetzt so rum raufschraube, muss es ja so rum ran, richtig? Richtig. Wie viel macht man davon ran? Zwei, dreimal? Müsste doch reichen. So, wenn ich das so rum mache, ja, dann wickle ich es ab, war genau falsch rum. Ja, Blödsinn. Mal genau falsch rum. Naja. Eine 50% Chance immerhin. So, und dann gibt es hier diesen Verteiler. Kommt hier noch ein Dichtring rein. Oh, dann kommt das, nee, so rum, da drauf. Auch hier wieder ein Dichtring drin. Dann schraubt man den hier auch einfach dran. Das ist alles keine Hexerei. Mann, ruhig. Sugar. Hier hinten kommt der Schlauch dran für die Handbrause. Schoggi, ist es gut. Und das war's. Erster Test. So, jetzt habe ich noch mal mit Teflon nachgeholfen. Jetzt ist auch das alles dicht. Ja, hier will jemand Krieg. Hier will jemand Krieg. Und mittlerweile weiß ich auch, wer mir immer auf die Terrasse kackt. Ich habe einen dieser seltenen Vögel bei der Arbeit erwischt. War natürlich nur ein Scherz. Jo. Ja, ist schon toll, so eine Wäscheleine draußen, oder? Es regnet. Eigentlich braucht man keine Waschmaschine mehr, wenn man sowas hat, oder? Ist doch praktisch. Also ich gehe lieber rein, mir ist zu nass. Komm. Ich guck dir von hier drinnen zu, das ist viel schöner. Ist irgendwas? Hab ich was Falsches gesagt? Ui, endlich mal Wasser. Es dampft. Frühstück. Warum sagst du das so komisch? Weil es viel zu früh ist für mich. Das ist meins.
Sonntag kurz vor 9 ist zu früh für Frühstück. Und der Mann seines des Hauses, der Mann seines Hauses. Ahornsirup. Richtig kleben muss es. Na, und was machst du hier? Geh mal auf deinen Platz. Genau. So, piep, piep. Ja, also ich will ja nichts sagen, aber das ist voll lecker. Schmeckt voll schmanzifein hier. So vom Ahornsirup weg. Und wir gucken nebenbei Sonntags Frühstücksvideo. Yay! Weil Susi das selber noch nicht kennt. Genau, ich durfte nur geteasert werden und durfte es nicht gucken. So wie alle anderen. Ich bin also nichts Besonderes mehr. So weit sind wir schon. Da macht man Pancakes frühmorgens. Ja. Ja. So. Der Hund ist satt. Küche ist soweit aufgeräumt. Und jetzt gehen wir mal gucken, was der Grill macht. Der braucht nämlich mal eine Säuberung. Das ist das Vorherbild. Na, schauen wir mal. So, es ist vollbracht. Der Grill ist wieder sauber. Was haben wir denn da? Da hat wohl jemand seinen Anzug vergessen. Ja, und sowas findet man dann in seinem kanadischen Garten. Vielleicht gibt es ein paar Spezialisten unter euch. Wir haben schon mal gegoogelt und haben ja so eine Ahnung, was es für eine Schlange sein könnte. Aber wer weiß, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Oder so eine Schlange zu Hause. Ja, ja. Habe ich im Garten gefunden, neben der Haustür. Und dann gleich mal gegoogelt, Schatzi muss jetzt öfter Rasen mähen, weil Rasenmähen vertreibt die Schlangen aus dem Garten. Ja. Obwohl, ich könnte ja auch. Ist ja mein neuer Freund. Weißt Schuggi? Ja, Schuggi findet den auch ganz interessant, frisst er mal das Gras raus. Obwohl, ist ja jetzt Heu und kein Gras. Ist ja schon ganz schön trocken. So, eine Stunde und 30 in der Warteschleife. Ganz am Anfang wurde ja der Anruf entgegengenommen. Alles wurde gecheckt, die Daten, also muss man nochmal seinen Namen und seine Postleitzahl angeben und alles. Dann hieß es, ich leite weiter zum Service Department. Dann eine Stunde 30 Warteschleife. Oder vielleicht waren es eine Stunde 25. Dann jetzt die Dame vom Service Department etwas genervt. Warum, weiß ich nicht, weil ich habe ja gewartet. Wahrscheinlich hat sie auch so einen Kunden vor mir dran gehabt, der auch etwas unzufrieden war. Ja, und hat sie dann kurz in den reingeguckt in den Verlauf und hat gesagt, ja, das muss sie jetzt an das Transport Department weiterleiten. Die werden dann die Speditionen anrufen oder anschreiben und fragen, warum das noch nicht ausgeliefert ist. Und die melden sich dann bei mir in den nächsten 24 bis 48 Stunden. Ja, ich bin echt genervt. Ich warte jetzt seit fast einem Monat. Also Liefertermin war letzte Woche Montag, jetzt ist Mittwoch, also anderthalb Wochen her. Wir haben vor einem knappen Monat schon das Geld bezahlt, über Kreditkarte, online bestellt.
und immer noch nichts bekommen. Also ich bin echt kurz davor, das jetzt zu canceln und zu sagen, ihr seht doch zu, wo ihr damit klarkommt und mir irgendwo anders meine Möbel zu holen. Also mal gucken, wie das weitergeht. Morgen sieht man gar nichts mehr davon. So, liebe Community, was sagt ihr dazu? Wundreinigung mit Wasserstoffperoxid. Genau richtig. Also, ich lasse schon mal ein Auto an. Ja? Jetzt fängt so nah an zu tanzen. So, wo ist das nächste Krankenhaus? Mann! Ich habe doch jetzt eine Säge bekommen, eine Kreissäge. Oh, du bist schon so. Zack, zack, ab der Finger, dann ist Ruhe. Dann kannst du auch dein Wasserstoffperoxid drauf machen. Ja, nur weil du, weil ihr Männer so eine Memme seid. Boah, ich kann's nicht bei sowas. Ich heule leise, vor mich hin. Mhm, genau. Ja, Chugi, was sagst du dazu? Lösung zum Spülen und Wundreinigen. Ist nicht scharf, Moment. Ach, sei doch ruhig. Guck mal einer an. Weißt du, stopp doch gefälligst alleine. Weckt mich hier, weil ich hier gerade Videos bearbeite. Schreit hier rum, sagt hier Hilfe, ich muss zum Arzt. Hab ich nicht einmal. Hol sofort den SAR-Helikopter, hat sie gerufen. Schogi, Mensch, machen wir ihn jetzt. Aber jetzt muss ich mich auf die Couch legen. Schogi, wir sind bald hochhalten. Wir sind bald alleine zu zweit. Mutti macht nicht mehr lange.